Ja, hallo Leute. The Summit, Every Time. Ah, Hall of the Nine. Warte, ich schick dir einmal meine neuen Emotes, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt alle waren, aber ich glaube schon. Nee, da fehlt eins. Ich glaub, alle das fehlt. Einzeln. Süß, oder? Mega süß. So, das sind die. Und jetzt kommen die neuen. Hä, warum ist Mathilda da mit so einem Schild, was so Geld durchstreicht? Das ist Reroll. Aber da kommt immer wieder was anderes rein. Weißt du? Ja, die sind cute. Jetzt kommen die neuen. Von wem lässt du die machen? Das ist Dopanin. Janine. Kenn ich, sag mir was. Die macht zur Zeit eher lüstere Fanart. Aber so lüstern auch nicht. Komm, ich schick's mal Carina. Nicht begeben. Ob ich den jetzt eine Ben-Kuscher geöffnet? Danke dir, Klukis. Das ist eine sehr gute Wahl an Emotes, hast du da getroffen. Oder ja, hast du einfach gesagt, mach mal. Nee. Das ist noch viel schöner für mich, weil quasi ich Carina gesagt habe, ey, ich will neue Emotes, such mir mal ganz viel raus, was cool ist. Und dann hat sie mir, komm, ich zeig's dir. Das ist einfach, Carina ist einfach ein Traum, ne? Not gonna lie. Pinned Messages. Aber Carina macht das nicht hauptberuflich, oder? Also, ja, 520, ne? Okay. Also 10 Stunden die Woche ungefähr. Boah, kann ich hier ins gehen? Enquisher? Hä? Your unit's attacks burn their targets for 5%. Red Buff ist eigentlich ganz geil, ne? Komm, ich hole mal das. Was haben wir denn jetzt für einen Loot-Job bekommen? Ein Reforger oder was? Ich würde gern Cho'Gath Reroll nochmal probieren. Der wurde ja genervt, aber... Ja, ich habe schon Cho'Gath 2, den ich dir rüber schicken kann. Really? Und du wärst bereit, den abzugeben? Ja, sofort. Ja, wie du magst. Der kann auch erstmal ein bisschen bei dir gro... Okay. Take it. Ist deiner vollgesteckter als meiner? Nee. Oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ist auch gar nicht schlimm. Was kann ich dir denn Gutes tun? Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen. Ich gehe Vanquisher, also wenn du eine Ash findest, nehme ich die. Eine Ash. Ja gut, ist notiert. So, ich habe dir einen Link geschickt. Sowas macht mir dann Carina. Warte mal. Muss erst mal gucken, auf welcher der 1000 Plattformen hier. Discord. Wieder Discord. Ich bleib mir eigentlich immer treu. wenn ich dir einschreibe, dann... Du machst es aber auch immer. Also ich suche auch immer bei anderen Streamern und dann denke ich mir, boah, das finde ich geil. Und dann schicke ich das auch meinen Emote-Artists. Ja, ich glaube, es ist auch einfach das für die angenehmste, wie man arbeiten kann, ne? Ja, so Referenzen zu haben, ist, glaube ich, schon sehr cool. Ich habe mir jetzt Sub-Badges machen lassen. Und? Die habe ich einfach selber einmal aufgezeichnet und sie hat das dann quasi einmal professionell umgesetzt und ist richtig gut geworden. Ey, übel cool. War der schöne Ansatz. Ja. Schon toll. Chat, ihr seht die am Freitag vielleicht, wenn sie bis dahin fertig sind. Ja, wir müssen übrigens, hat gerade einer ausgerechnet, 30 Games in Folge Erster werden, um Master zu hitten. 30 Games in Folge? Mhm. Nein, das hat er falsch gerechnet. Nee, er hat schon richtig gerechnet. Wir haben ja unsere Winstreak verloren. Ach so, ja, true. Und jetzt willst du mich auch noch mit Wingfisher quälen. Hallo, das ist gut. Ich glaube wirklich, dass es gut sein kann, ja. Frechheit. Sehen wir mal, was ich tagtäglich ertragen muss. Ey, du müsstest ja nicht tagtäglich mit mir spielen. Aber bitte mach's weiterhin. Was kann ich dir denn hier noch anbieten? Ich weiß, ich habe das halt noch nie gespielt, deswegen
Jetzt den Link, so. Oder? Nee, ich hab's schon offen. Aber okay. Ist ein bisschen... Aber wenn der Rennington 2 wird, würde ich den auch noch naschen. Alles klar. Dann stehe ich mir einfach mit gar nichts mehr, aber... Kein Problem. Vor allem, du hast mir einfach 3 Gold gegeben und ich habe dir literally nichts gegeben. So, nicht ja, mal. Aber ich weiß auch noch nicht, was ich will, ne? Kann man ja auch sagen. Ja, na eher schuld, so. Wie gab's denn? Die gab's nicht im Angebot heute. Oh, der Feind kommt zur Verstärkung. Ja, ich hätte gewonnen. Ja, tut leid, der kam schon von mir. Nee. So, siehst du einen Cho'Gath? Oh, da ist ein Cho'Gath. Ich habe Cho'Gath 3 in 2-5. Tuni! Das ist ganz schön broken, wenn du mich fragst. Das ist so illegal, ne? Der wird halt leider genervt. Aber ich glaube, es ist einfach egal. Immer einen Bogen mit. Jetzt habe ich von allem ein bisschen was. 2-5. Und kein Item komplett. Vor allem, es ist ja auch einfach eine Silber-Augment-Lobby, ne? Ja. Was heißt das? Naja, das Power-Level ist ja generell nicht so hoch. Okay. Die Nachricht kam nur noch nicht bei meinem Cho'Gath an. Damn, son. Also ich habe schon mal eine Menge, was ich machen kann, aber noch nichts Gutes. Ich brauchte noch einen Bogen, ich brauche noch einen BF-Sword, ich brauche noch eine Chainlist, ich brauche noch einen Giants-Belt und ich brauche noch einen Negatron Cloak. Also wenn ich jetzt einen Augment kriege, das sage, alle Items werden einmal kopiert, dann bin ich sowas von Gucci. Boah, also wenn Riot das so schnell programmiert und inkludiert, dann... Dann Hut ab. Bin ich beeindruckt, ja. We take the lose. Ich bin sehr verwundert, dass wir überhaupt 2 Runden gewonnen haben am Anfang. Ja, mein... You lost? How? Ja, also hier waren 2 Gegner auf dem Board und die sind beide Level 5, Entschuldigung. Aha. Bitte nicht so viel Druck ausüben. Wollte ich nicht, sorry. Wie toll ist Wind, Leute. Wind ist immer boring. Ja. Ja, mein Game geht halt erst richtig los, sobald ich Nila und Xayah habe. Aber to be fair, ist diese Comp auch crazy. Willst du mir mal deinen Link schicken einfach? Weil dann weiß ich, was du brauchst. Auch 2 Legendaries und 4 4-Cost. Das muss ja schon heißen, dass die Comp einfach shit ist. Ja, was ist das denn hier? Warum hat das so einen Sound? Das ist das eine Arena ist. Achso. Wie scheiße sieht denn diese Map aus? Was sind das für Zuschauer hier? Sieht ja übel kacke aus. Okay, Trini, was ist los bei dir? Ah, Maps, muss ich immer hart kritisieren. Das ist okay. Ja, und dieses Win-Lose-Ding ist ja schrecklich. Ist richtig scheiße, ne? Was wir jetzt gewonnen haben, war schon. Bleh. Bleh. Eklig. Okay, das heißt aber, du spielst am Ende Seju Sein, ne? Seju Sein, ja. Wieso brauchst du die auch? Ja, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig schlimm, dass wir uns ein bisschen contesten. Müssen wir mal gucken. Wird schon werden. Gibt es eigentlich einen Champion, der schon einmal in TFT war mit jedem Spell, den er hat? Zum Beispiel Gangplank hatte doch schon Q und E und Ult jetzt. Obwohl, nee, ist eine andere Ult, ne? Aber der hatte auch schon seine normale Ult. Also ja, echt? Safe. Ja, ja. Krass. Es gibt so Evergreens, die sehr gerne gespielt werden. Das war ja. Weil die auch einfach cool sind, ne? Muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen. Wohl wahr. So, Cho'Gath hast du, ne? Ich hab Cho'Gath, ja. Ich schick dir mal ASAP einen Renekton rüber, wenn ich ihn finde. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt hier genau mache, ne? Also ich spiele einfach Bruiser und Azir, I guess.
Irelia. War Irelia schon mit ihrer Ult dabei? Ich glaube, alle Basic Spells hatte sie. Oh, schon, Irelia ist auch echt auch dabei. Ich hatte einfach wegen diesen. Also dieses Hall of the Nine ist ja übel boring bei uns, weil wir die ganze Zeit nur Reforger kriegen irgendwie. Also wir haben zumindest jetzt mal einen Reforger bekommen. Oh. Das schmeckt. 1, 2, 3, 4, 5. Ich könnte 6 Vanquisher spielen. Really? Jetzt schon? Ja. Nee, nicht jetzt, aber später dann. Ja, klingt doch cool. Ja, ich probier's mal. Vielleicht ist es cool. Leute, wie klingt Shurima Chogat? Klingt ganz schön cool, oder? Wait, das ist ein Ranking 2. Ja. Yeah. So, der kriegt 20% Max Health und heilt sich. Oh, wie viel heilst du dich da? Oh, noch ein Darius. Wenn du einen Darius findest, kannst du mir den schicken? Na klar. Also alles, was Vanquisher ist, außer Ash und Jin, die habe ich schon. Okay. Ich habe auch gerade einen Jin im Shop, aber ich glaube, sonst hatte ich auch noch nicht viel. Hexer im Shop, ihr habt vollkommen recht, ja. Nur die Poppy und wie sie hier tankt. Aber es wird leider nicht reichen für den Sieg. Ich komme! Oh. Too late to apologize. Well, then I won't apologize, huh? What do you do now? So. Ich muss ein paar Items verteilen. Ist ja die Frage, ob man jetzt erstmal Shurima 4 dann spielt, oh, yes, damit der sofort ascendet. Yes. Mein Prime sei dein. Ey, danke. Oh, sorry. War nicht gemutet. Ey, kein Problem. Das stört mich so gar nicht. Kannst du Karina mal gute Besserung wünschen? Gute Besserung, Karina. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Ich hab's schon gemacht und es scheint nichts gebracht zu haben. Scheiße. Scheiße. Bleib ja einfach Level 5 und chill, ne? Ich glaube, es ist eine relaxte Runde. LOL! Hier hat einfach einen T-Rex mit 0 Stacks und 0 Stacks. Ja, gegen den habe ich eben gespielt. Und verloren. Ist ein bisschen. Ist ein bisschen spät dran, ne? Ja, der hat so einen kranken Warwick. Halte durch, ich komme. Ja. Oh, du bist. Ja. Ja, sagt sie. Na gut. Wird von Stunde zu Stunde nur schlimmer. Ah. Ich hasse das auch richtig, wenn die. Kennst du das, wenn du merkst, dass du krank wirst? Ja, ich habe das seit Wochen irgendwie. Oh. Denke ich, dass ich krank werde, das aber. Das ist ja gar nicht gut. Und ich wollte gerade sagen, dann ist das Leben gar nicht lebenswert. Und du einfach, das habe ich seit Wochen. Nein, das ist Nenila! Nenila! Toni! Hä? Ja, weil ich will keine Spatula. Aber Nila finde ich doch sowieso, die will doch keiner haben. Okay. Na dann. Ich habe übel das Item-Problem gerade. Mach nichts. Komm, ich gehe jetzt einfach Spatula, nur um dir zu beweisen, dass ich jetzt gleich einen Spatula direkt von dir kriege. Jetzt sofort. Steht da, gib mir einen Spatula und du drückst sofort drauf. Ohren-Item, Tier 5 Champion. 2 Training Dummies oder 3 Tier 2 Champions? Ah, gib mir Tier 5. Ich nehme dir eine Cassiopeia mit. Nee. Nein? Nee, ich nehme nicht mehr Cassiopeia. Ja. Na gut. Dann halt nicht. Ich hab schon wieder vergessen, was deine Comp war hier. Ich habe so viele Tabs offen. Da. Ach so. Ja, dann kriegst du bald einen Aatrox von mir. Okay. Was? Woher hast du einen Aatrox? Mensch, vielleicht kommst du drauf, Tumi. Ach so, wegen dem Tier 5 Champion. Ja, voll gut. Oh mein Gott. Ich kann einfach noch ein Shurima-Emblem machen, ne? Kann man eigentlich, kann man Vanquisher machen mit Spatula? Nee, mhm. Ne? Doch, echt? Doch. Ja, ja. Nein, du hast gelogen. Ich sehe es gar nicht. Doch, da. Oh. Mhm. Scheiße.
Ja, dann wäre die Nila ganz schön krass gewesen, ne? Ja, schon, Fuck. Naja. Boah, mein Sugar hat den Warwick echt lang getankt. Not gonna lie. Möchtest du einen Spatula und einen Component Anvil? In Norn-Item oder ein T4 Champion und 4 Gold? Dann nehme ich doch die Spatula, Johnny. Mensch. Nö. Kannst du mir den Atrox schicken? Noch nicht, ne? Ne, 4-1 erst. BF Sword is always nice to have. But what about a bow? Noch ein Bogen. Another bow in my pocket. Okay, nach den Wölfen bin ich online. Okay. Da verlasse ich mich drauf. Ich habe gar keine... Kennst du das, wenn dein Gehirn so gar keinen Bock hat, nachzudenken? Ja. Also ich habe jetzt heute auch schon wieder so viel Oof gespielt mit 20 Emblemen, dass ich mir jetzt einfach denke, ja, vielleicht geht's, vielleicht geht's nicht. Finden wir es heraus, wenn es soweit ist. Weil vielleicht kann ich hier 6 Bruiser, 6 Shurima spielen, Leute. Das klingt sehr crazy. Ja, ich weiß nicht, ob es geht. Ich habe aber auch gerade das perfekte Lineup. Mein Lineup ist so bad, dass mein Cho richtig viel fressen kann. Bevor da groß was passiert. Verstehe ich. Bin ich großer Freund von. So, gleich kriegst du deinen Aatrox. Ja, das wird nicht reichen, ne? Wir können auf 7, 8 Seju Sein spielen. Und dann auf 19 Asus Azir. Ich den droppe. Schaffe ich die Wölfe? Ja, okay, gut. Tu nie. Ah ja, das löst auch ein Problem. What is happening? Okay. Ich habe aber jetzt schon 6 Vanquisher ohne Nila und Xayah. Ich habe übrigens auch eine Xayah im Shop, aber ich kann dir halt erst wieder in 5 Runden was schicken. Ja, ne? nee, ich muss gleich mal rollen. Okay, der Warwick ist leider echt mein Hardcounter, ne? Ich kann den nicht auffressen. Und der kriegt halt 2 Millionen Ragebait-Stacks, wenn er meinen Show hittet. Hallo Aatrox. Naja. Aber der hatte Bock. Der hatte Lust. Auf jeden Fall. So. Keine Ahnung, Leute, wir machen das jetzt einfach. Ich habe keinen Bock, das auszurechnen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das wird jetzt einfach gemacht. What am I doing? I don't know. Ich hab 7 Vanquisher, let's go! Scheiße. Ich bin aber auch an illegalen Punkten angekommen. Ich habe irgendwie... Ich weiß gar nicht, was ich hab. Ich hab 6 Shurima, 6 Bruiser und... Scheiße. Das kommt noch zu mir. Ja, du müsstest halt wahrscheinlich ein bisschen tankiger werden, damit ich eher zu Hilfe kommen kann. Ja, ja.
So, und jetzt... Was brauchst du für Units? Cyan? Cyan? Cyan, I guess, ja. Cetro auch, aber die spielst du selber, ne? Ich weiß gar nicht, was ich hier mache, Johnny. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Meinst du? Also Rek'Sai fliegt raus, dafür kommt Cyan. Rai fliegt raus, dafür kommt Cetro. Velia fliegt raus, dafür kommt Azir. Nice. Ja, hier ist richtig Party auf dem Board. Ich weiß nicht, welche Vanquisher-Unit ich kicken soll. Ja, ich habe jetzt einmal auf dem Board geschaut und mein Gehirn hat leider keine Antwort gegeben. Ich glaube, Aatrox und Belveth sind krasse Vanquisher. Belveth bin ich mir nicht so sicher, aber Aatrox war schon. Hm. Critical Strike Chance. Ja, vielleicht hast du recht. Ich weiß auch nicht, ne? Also kann trotzdem einfach krass sein. Ah, oh, wenn Rek'Sai rausfliegt, verliere ich Slayer. Ah, ich glaube, ich muss da nehmen, was ich krieg, ne? Wie meinst du das? Hab ich den Darius verkauft dafür. Ich hab eine Belveth 2 bekommen. Ja, nice. Einfach so. Ja, mein Lineup ist auf jeden Fall Gigatanky. Ja, meins nicht. Aber er wird noch Spaß. Ja. Diese Dudelsack-Musik. Wäre ein Juggernaut noch krass? Wahrscheinlich, ne? Ja, aber du hast ja einen. Achso. Ja, aber nur deswegen. Kann Set spielen, maybe. Der wird dir Ionia geben. Und Juggernaut. Ja. Und dann kannst du den Djinn droppen, deswegen. Das sind doch niemals 30% seiner Max-Health. Ah, okay, 20%. Oh, der spielt auch Vanquisher. Der ist genauso los. Okay, aber jetzt gewinnen wir einfach randomly alles, oder was? Ja, ich muss sagen, meine Comp fühlt sich nicht so schlecht an. Comp fühlt sich auch absolut insane an, aber... Bis vor 2 Minuten fand ich das auch und da hat sie nichts gemacht. Ach, du hast Belveth 2, ne? Das ist natürlich schon... Ach, du suchst gar keine Nila mehr, ne? Nee. Was kann ich dir denn dann geben? Xayah, ja. Xayah, Shen... Ich weiß ja aber gar nicht, wieso Shen. Also, wieso braucht meine Kom Shen? Naja, wegen Ionia eigentlich. Ach so. Aber fairerweise spielt sie ja Jhin nicht. Und... Ja, aber Set... Also, ich würde Set spielen, tatsächlich. Ich den finde. Irgendwann. Hier, was hab ich hier? Ja. Tank-Items. Ah, ich überlege, ob ich... Kann ich Shurima 9 spielen, Leute? Nur auf 9, ne? Ja, wäre schon witzig. Oh, I'm getting destroyed. Wer wagt es, dich zu destroyen?
Ja, Challenger spiele. Komm her. Oh, aber mein Atrox lebt. Lol, Atrox ist so broken. Hallo. Mein Sugard wurde noch nicht angefasst. Mann, Johnny, das brauche ich. Der Retter in der dunklen Nacht. Ja. In der dunkelsten der Nächte. So, ein komplettes Item, ein Tier 5 Champion, diebische Handschuhe oder ein Remover. Gib mir mal ein Tier 5 Champion. We believe in sign. We got sign. Nein. Oh mein Gott. Es fühlt sich manchmal wie Cheaten an. Echt. Echt so. Okay. Ich habe immer gesagt, Shurima 9 ist scheiße. Und dann mache ich noch eine Sejuani rein, ne? Ja, wegen Freljord halt, ne? Für Freljord, ja. Shurima 9 wurde gebufft. Really? Bei West 2 ist einfach so ein Hack. Egal mit welchen Items. Das ist echt krass, ne? Aber ich war auch sehr lucky. Also man muss auch sehr lucky sein, um die erstmal zu kriegen. Ich bin ja nicht mal Level 8. Willst du ein Tomb of Trades, 3 Component oder 2 Tier 4 Champions? Ich nehme 2 Tier 4 Champions. Schade. Naja. Was hast du denn? Hast du was davon? Ja, den Morde würde ich nehmen. Morde, ja. Oh, ich morde zweimal. Du hast so einen ganz wilden Morde. Der ist quasi in der Identitätskrise. Deiner? Ja. Ja. Oh mein Gott. Noxus, Shurima, Bruiser. Geil. Oh, fühle ich. Sehr lustig, wenn man eine Noxus-Einheit einfach dem Masse ergibt. Geht das? Ja, ne? Willst du Xayah haben? Ja, würde ich nehmen, wenn du eine hast. Ich habe eine. Muss ich nicht runterrollen. Ja, dann würde ich dir die jetzt auch schicken. Nice. So, würde ich dir natürlich schon gerade schicken können, aber darüber reden wir nicht, ne? Ja. It's strong. Ich hätte actually ohne dich verloren. Wie die Nila slappt, ey. Holy shit, look at her. Scheibenwischer Nila. Ah, sie slappt schon mit Style. Ja, doch. Muss man sagen. Ah, doch. Ich würde mich freuen über Aatrox oder Sejuani. Das hättest du natürlich jetzt nicht sagen dürfen, ne? Ich würde mich über den Kasadin freuen. Siehst du? Seju mit. Rookie Mistake. Echt so. Genau wie von denen. Wäre nicht losgelaufen, hätte ich es gar nicht weggenommen. Dankeschön. Gerne. Ja. Das Remake ich. Ah ja, ist okay. Also mein Zayn sieht auch irgendwie gar nicht gesund aus, wenn ich das so sagen darf. Irgendwie so. Aber ich schwöre, meine Chat-Interaktion war noch nie so hoch wie heute. Dadurch, dass jeder einfach diese Nachricht reinschreibt, ja. Das pusht ordentlich die ja, vor allem Chat-Stats. Kann man das auch irgendwie, man kann den Tag auch verschieben. Also du könntest jetzt vielleicht doch mal auf in der Woche stellen. Oh mein Gott. Ich habe das einfach noch nicht verschoben. Naja. Aber Twitch muss doch selber wissen, wann ich Partner geworden bin, oder nicht? Ja, das merkst du mal, ne? Keiner weiß. Na gut. Also hier sind irgendwie ganz viele Units auf dem Board. Ja, aber meine Nila lebt. Solange meine Nila lebt, bin ich happy. Solange Nila und Shogat da ihr Ding machen, ist alles easy. So, jetzt könnte die Runde gleich wieder enden, ne? Das wäre aber sehr ärgerlich, weil ich bin noch nicht fertig. Ich einfach Jarvan für Nasus. Ja, es gibt garantiert bessere Bits hier auf dem Level gerade, aber ehrlicherweise finde ich das auch einfach sehr witzig.
Okay, ich kann nicht verlieren, call ich. Mein Sugar hat 1840 extra HP über seine Ult gemacht. Das ist meine finale Comp, Leute, so wie sie jetzt da steht. Alles auf 2. Und es ist actually krass, ne? Gucken wir auf den Damage. Belveth second most. Also Nila, dann Belveth und dann Xayah. Scheint krass zu sein. Ich habe noch kein Aatrox 2, ne? Das ist actually gar nicht die Finale kommt. Oh mein Gott, wir haben einfach gewonnen. Nice. Wir haben uns gegenseitig gekillt. Voll schade, ich hätte gerne Shurima 9 gespielt. Ja, verständlich. Aber ja, also Shurima Cho'Gath sah schon sehr, sehr illegal aus. Not gonna lie. Das war... Ja, war eine weitere Runde Double Up, ne? Schaut bei Tuni vorbei. Verpasst uns was im Leben. Peace. So ist es.